Mutter Gertrude ist recht dankbar, dass Heiling das schreckliche Buch verbrannt hat. Sie ist auch hoch erfreut über den Brautschmuck, der aus ihrer Tochter ein Edelfräulein macht. Mit merkwürdigem Ungestüm spricht der Bräutigam von seiner Liebe und von den finsteren Gewalten, die ihn beherrschen. Möge Ännchens Neigung nie erkalten. Es klingt wie eine Drohung.